Würdest du aktuell mit Marco Reus den Vertrag verlängern? Soll der bleiben? Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, er ist wichtig für das Team. Ist ein verdienter Spieler. Ich denke, hat er sich verdient und er hat auch meistens durch Leistung überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schlägt da ein Reus-Herz in deiner Brust? Ja, er ist ja auch schon sehr, sehr lange dabei und war schon immer ein bleibender Dortmunder. Ich würde mit Marco Reus nicht verlängern. Warum nicht? Weil auch die 7 Millionen Euro oder 6 Millionen Euro, je nachdem, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 6 oder 7 waren, für 17, 18 Spiele im Jahr zu wenig sind. Und ich denke, dass ein Umbruch jetzt genau das Richtige wäre und wir uns von Spielern wie Hummels und Reus trennen sollten. Ich finde, er gehört teilweise auch einfach zum Verein und ich würde es schade finden, wenn er seine Karriere einerseits irgendwo beendet, das nicht hier ist. Und andererseits finde ich aber auch, dass er so viel zu der Mannschaft bringen kann. Ja, Marco gehört halt einfach zum Verein dazu und auch wenn er jetzt in den letzten Spielen, vielleicht auch in den großen Spielen, jetzt nicht seine beste Leistung gebracht hat oder sowas, aber der hat schon so viele wichtige Tore für uns gemacht, hat schon so viel dazu beigetragen, dass wir jetzt auch in dieser Saison da stehen, wo wir sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit ihm verlängern, leistungsbezogen, nochmal mindestens ein Jahr, auch was er den jungen Spielern und so weiter mitgehen kann und ist einfach auch eine wichtige Führungspersönlichkeit. Ja, ist eine schwierige Frage, die du mir jetzt gerade stellst, ehrlich gesagt. Ja, die letzten Spiele waren jetzt nicht so stark von unserem Kapitän, leider, muss ich sagen. Ich wäre auf jeden Fall, natürlich wäre es schön, wenn er noch bleiben würde, aber ja, vielleicht ist auch die Zeit jetzt mal gekommen zu sagen, die jungen Leute sollen mal ran, so wie Jude Bellingham, der darf auf jeden Fall gerne nochmal verlängern, bitte. Ja, also Marco Reus ist seit vielen Jahren mein Lieblingsspieler, deswegen verlängern ja. Warum ist er der Lieblingsspieler? Ja, ich spiele seine selbe Position und seine Technik ist der Grund, wieso er mein Lieblingsspieler ist. Und ich meine, er ist ja auch eine Borussia Dortmund-Legende und deswegen. Ja, definitiv. Warum? Weil er mein Lieblingsspieler von Dortmund ist und ich mag ihn halt einfach sehr. Ich würde hoffen, wenn er weiter dabei sein würde. Fußballgott. Absolut, weil Marco ist der Mann für den BVB, der die echte Liebe widerspiegelt. Auch seine Nähe nach Dortmund zeigt er immer wieder in vielen Interviews. Er hat immer wieder Lust, die Mannschaft voranzubringen und hat auch immer die motivierenden Worte. Und ich finde auch seine selbstkritische Art in den Interviews zeigt einfach, dass er ein absoluter Borusse ist. Von daher ist er der richtige Mann, um beim BVB wieder vorne voranzugehen.